Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei unserem neuen Video von Fabrik 10 aus der Reihe Jesus Daily. Wir haben letzten Monat ein Video von Milja gehört, in dem es darum ging, Gottes Stimme zu hören. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was mich persönlich schon oft berührt hat, und zwar das Thema Dankbarkeit. Ich glaube, dass wenn wir ein dankbares Leben führen, sich unsere Sichtweise auf Umstände so doll verändern kann, dass sich dadurch auch wieder Umstände verändern. Und Albert Einstein hat einmal was dazu gesagt, und zwar, es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder als wäre alles eines. Ich entscheide mich für Letzteres. Ich mag das, weil man merkt, dass ein positiver Lebensstil eine Entscheidung ist. Das ist nicht mal ein Tag so, je nachdem, wie ich mich fühle, wie meine Emotionen sind, sondern es ist eine Entscheidung. Und natürlich schreibt auch die Bibel viel darüber. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 18, was auch immer geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch. Also ganz klar steht in der Bibel, dass Gott möchte, dass wir dankbar sind und einfach auf das schauen, was er uns schon gegeben hat und nicht auf das, was uns noch fehlt, auf unsere Sorgen, sondern auf die guten Dinge schauen. Und in Philipper 4, Vers 6 steht, sorget euch nicht, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Auch das zeigt, dass Gott dafür offen ist, dass wir flehen vor ihm, dass wir weinen vor ihm und zeigen, wie es uns geht, denn das weiß er sowieso, aber Gott wünscht sich trotzdem, dass wir auch mit den Dingen zu ihm kommen, über die wir sehr dankbar sind. Ich weiß, es gibt Tage, an denen es schwieriger ist, etwas Gutes in seinem Leben zu finden als an anderen. Manchmal muss man noch mehr suchen, sozusagen. Aber auch dafür habe ich ein Tool entwickelt für mich oder gemerkt, was mir dabei gut hilft, was ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar auch dazu eine Bibelstelle. Im Psalm 92, 2 bis 4 steht, wie gut ist es, Herr, dir zu danken und dich, du höchster Gott, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Für mich zeigt dieser Vers, dass sich dadurch ein Kreis schließt. Das heißt, dass wir schon morgens singen, wie gut Gott ist, aber auch abends seine Treue loben. Und ich habe bei mir gemerkt, dass ich manchmal morgens noch ganz motiviert bin, da ist ja noch nichts passiert, da kann noch alles werden, man kann noch hoffen. Aber dann am Abend, wenn man gemerkt hat, okay, es gibt so ein paar Dinge, die vielleicht schiefgelaufen sind oder nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, dann kann es schwieriger sein, dankbar zu sein. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Kreis wichtig ist, dass man morgens schon singt für Gott und ihn auch abends lobt, denn es gibt immer etwas, wofür man dankbar sein kann. Und ich möchte euch gerne noch einmal vier Punkte dazu nennen. Und der erste ist, was ich gerade schon gesagt habe, es gibt immer etwas, wofür wir dankbar sein können. Wenn wir mal schauen, wo wir leben, wird wahrscheinlich vielen schon klar, dass wir es sehr gut haben. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Geld, wir können Jobs finden, wir können alle eine Ausbildung machen, wir sind versichert. All das sind Dinge, die nicht selbstverständlich sind, aber wir neigen dazu, das als selbstverständlich zu nehmen. Und ich glaube, an Tagen, wo man das Gefühl hat, man kann gerade nichts Gutes finden, sind das Dinge, auf die man immer schauen kann und wofür man Gott immer dankbar sein kann. Das zweite ist, traue dich zu träumen und zu wünschen. Ich habe dazu letztens ein Buch gelesen von einer Frau, die sich entschieden hat, positiver durch ihr Leben zu gehen. Und diese ganze Zeit sozusagen, die sie gewonnen hat, die sie vorher mit Sorgen und Grübeln verbracht hat, wollte sie jetzt für, ja, einfach fürs Träumen und fürs Wünschen nutzen. Und dann hat sie eine Liste geschrieben, eine ziemlich lange, mit Wünschen für ein Jahr. Da waren dann Sachen bei, sie wollte ein Beet anpflanzen, sie wollte sich mehr mit Freunden treffen, in Prozesse mit Gott investieren, verreisen, also ganz verschiedene Dinge. Und sie hat gemerkt, nach einem Jahr, als sie die Liste wiedergefunden hat, dass alle diese Punkte erreicht worden sind. Also ich glaube, es ist wirklich gut, das mal aufzuschreiben, auch damit man das nicht vergisst und einfach mal zu schauen, was passiert, wenn wir uns trauen zu träumen. Denn ich kenne das, dass manchmal gesagt wird, nein, träum nicht so groß, dann wirst du eher enttäuscht. Aber das ist nicht so bei Gott. Also sei mutig und schreib auf, was du dir wirklich, wirklich wünschst. Der dritte Punkt ist, feiere deine Siege, bevor du sie siehst.
Wir haben dazu letztens in der Dinnerparty eine Geschichte gelesen und das war wirklich total der Schlüssel für mich. In 2. Chronik 20 lesen wir von einem Volk, das angegriffen wird. Und dann merken sie, dass sie gar keine Chance eigentlich haben, denn ihr Heer ist viel kleiner. Und dann versammeln sich ganz viele Leute zum Beten, kommen zusammen und alle flehen Gott an, hilf uns, wir brauchen deine Hilfe. Und dann bekommt ein Prophet ein Wort, dass Gott ihnen den Sieg geben wird in dieser Schlacht. Und die Leute, die fangen an zu jubeln und die freuen sich, die fangen an zu tanzen. Und für mich war das so berührend zu lesen, denn eigentlich war die Schlacht ja noch gar nicht gewonnen. Die sollte ja erst am nächsten Tag stattfinden. Aber die Verheißung von Gott, dass sie siegen werden, hat sie in Jubel ausbrechen lassen. Und das finde ich toll und ich denke, das ist wirklich, wirklich etwas, was wir auf unser Leben übertragen können und sollten, dass wir die Siege feiern, auch bevor wir sie sehen. Denn Gott verspricht uns, dass er uns hilft in jeder Situation, egal wie schwer sie ist. Das heißt, wir dürfen so zuversichtlich sein und noch vor dem eigentlichen Sieg schon den Sieg feiern, denn er wird auf jeden Fall kommen. Und der vierte Punkt ist, finde dein persönliches Dankbarkeitsding, habe ich es genannt. Das heißt, dass ich gemerkt habe, wenn ich Phasen habe, in denen ich es wirklich brauche, positive und gute Gedanken zu haben, dann reicht es manchmal mir persönlich nicht zu sagen, ja, ich bin dankbar dafür, dass ich Essen habe, dass ich einen Job habe, obwohl das wirklich, wie ich schon meinte, wirklich alles richtig, richtig wichtige Dinge sind. Aber man braucht etwas ganz Persönliches, wofür nur du Gott dankbar bist. Das heißt, schau mal zurück. Wo hat Gott dir geholfen in Situationen, wo du traurig warst, wo du vielleicht hoffnungslos warst? Und wo hat Gott in dein Leben eingegriffen? Und erinnere dich mal an dieses Gefühl, was das bei dir auslöst. Und wenn du dann wieder Phasen hast, wo du das Gefühl hast, du bist vielleicht alleine oder kannst das nicht schaffen, dann sei Gott dankbar dafür, dass er dir schon in der Vergangenheit geholfen hat. Denn er war derselbe, er ist derselbe und er wird immer derselbe sein. Das heißt, wenn er dir schon früher mal geholfen hat, vielleicht bei Streitigkeiten, wenn er dir geholfen hat, Trauer zu überwinden oder was auch immer, dann wird er das auch wieder tun. Und das ist dieses persönliche Dankbarkeitsding, wofür wirklich du ganz persönlich in deinem Herzen Gott dankbar bist. Und ich möchte dazu noch eine kleine Geschichte mit euch teilen, weil ich bin ein visueller Lerntyp und merke, dass ich mir diese Geschichten besonders gut merken kann, weil das auch nochmal so verbildlicht wird. Und zwar geht es darum, dass ein Großvater am Lagerfeuer sitzt mit seinem Enkelsohn. Und er erzählt eine Geschichte von einem guten und einem bösen Wolf, die sich streiten bzw. miteinander kämpfen. Und er erzählt das total spannend und hört auf einmal auf. Und dann sagt der kleine Enkelsohn, Opa, Opa, wie geht es denn weiter? Welcher Wolf hat gewonnen? Und der Großvater schaut seinen Enkelsohn an und sagt, den, den ich füttere. Und das, finde ich, kann man wirklich gut auf seine Gedanken auch übertragen. Denn es ist wirklich so, je mehr Zeit wir investieren, je mehr wir sozusagen unsere guten Gedanken füttern, desto stärker werden die. Man kann ja nicht gleichzeitig über schlechte und gute Dinge gleichzeitig nachdenken. Das heißt, wenn wir uns fürs Gute entscheiden, geben wir dem unheimlich viel Raum und die werden immer stärker, die Gedanken. Und mir hat es geholfen, eine gewisse Routine da reinzubringen, eine Regelmäßigkeit in meinen positiven Gedanken. Das heißt, dass ich zum Beispiel entschieden habe, immer am Anfang, bevor ich Zeit mit Gott verbringe, ihm erstmal zu loben für die Dinge, für die ich dankbar bin. Oder das immer morgens und immer abends vom Schlafengehen zu machen. Oder immer, wenn ich auf dem Fahrrad fahre. Also es hilft wirklich, wenn man das regelmäßig macht, damit man da einfach richtig eine Routine entwickelt und das ein Teil des Tages wird. Und ich möchte euch nochmal verraten, wofür ich ganz persönlich dankbar bin und wofür ich immer dankbar sein kann. Und zwar ist das die Natur. Wenn ich zum Beispiel Geburtstag habe und ich bekomme eine Tafel Schokolade oder einen Blumenstrauß, ich würde mich immer mehr über die Blumen freuen. Oder wenn man zum Beispiel mir eine Reise schenken würde, einen Städtetrip oder eine Wandertour in den Bergen oder so, ich würde mich immer für die Natur entscheiden. In der Natur merke ich, dass Gott unheimlich viel Raum gibt und seiner Gegenwart, wenn ich nicht begrenzt bin von Wänden und Decken, und einfach total frei bin, weil man da auch laut sein kann,
ich wohne in einer Mietswohnung, ich kann nicht immer so laut Musik hören, wie ich vielleicht gerne würde. Aber wenn ich draußen bin, an einem Ort, wo sonst auch keiner ist, dann kann ich wirklich total frei und ich selbst sein. Und ich merke, dass Gott auch in der Natur unheimlich viel zu mir spricht. Zum Beispiel, wenn ich Vögel am Himmel sehe, dann werde ich sofort an das Gleichnis in der Bibel erinnert, in dem es darum geht, dass Vögel sich keine Sorgen darüber machen, was sie morgen zu essen finden, wie sie ihre Küken großziehen. Und dass Gott sagt, ich liebe dich so viel mehr als ein Vogel, also mach du dir doch erst recht keine Sorgen. Und wenn ich dann in der Natur sitze und Gott mir da zu mir spricht, dann ist das total der schöne Moment. Und auch in der Bibel sind ganz viele Gleichnisse in der Natur. Es geht ganz viel um Quellen und Wurzeln, um Weinreben, um Ernte und Saat. Also ganz viele Gleichnisse können wir in der Bibel entdecken. Wenn wir dankbar sind, dann laden wir Gott ein und geben ihm ganz, ganz viel Raum zu wirken und seine Wahrheit in uns wirken zu lassen. Und was ganz wichtig ist, was ich nochmal sagen möchte, ist, dass es nie gelogen ist, wenn du Gutes über dir und dein Leben aussprichst. Das heißt, du kannst sagen, ich bin eine starke Frau oder ein starker Mann. Ich bin ein Hoffnungsträger. Ich bin ein fröhlicher Mensch. In meinem Leben wird mir Gutes widerfahren. Wenn du das über dir aussprichst, ist das nie gelogen. Und ich weiß, es gibt Momente, wo man denkt, ja, das fühlt sich aber gerade nicht so an, aber trotzdem ist das das, was Gott über dich denkt und das ist deine Identität. Also sei mutig, diese Dinge laut auszusprechen. Und das ist nie gelogen, egal wie du dich gerade fühlst. Um noch einmal auf die Natur zu kommen, merke ich auch, dass die Natur ja zum Beispiel manchmal ganz leise ist. Manchmal zum Beispiel morgens, wenn noch Nebel ist oder die Vögel zwitschern ganz leise oder der Wind säuselt so ein bisschen. Oder die Natur ist total kraftvoll und laut, wenn es stürmt, wenn es gewittert, Schneesturm haben wir zwar bei uns nicht so oft, aber die Natur kann total unterschiedlich sein. Und Gott möchte dir auch mit dem verschiedenen Wetter, mit den Jahreszeiten auch ein Geschenk machen. Das heißt, wenn du mal in der Sonne sitzt und das richtig schön warm ist, dann fühl dich mal richtig umarmt von Gott. Denn er hat diese ganzen verschiedenen Phasen und Gezeiten der Natur auch für uns geschaffen, um uns eine Freude zu machen. Also nimm das mal ganz bewusst wahr, wenn dir was Schönes auffällt in der Natur. Und wenn du draußen bist und du doch das Gefühl hast, ein bisschen Musik würde dir helfen, natürlich ist es auch schön, mal den Geräuschen der Natur zu lauschen, aber ich mache das auch gerne mal Kopfhörer rein und mal richtig laut Musik aufdrehen, dann kann ich dir empfehlen, schau gerne nochmal auf Spotify. Da hat Milja Playlisten erstellt unter Milja Thomsen, ein Wort. Und da kannst du verschiedene Playlisten finden, die einfach helfen können, in Gottes Gegenwart zu kommen und wirklich genau da richtig einzutauchen. Und ich habe noch ein paar Aufgaben. Und zwar sehen wir uns ja am Freitag bei Fabrik 10 online. Und dazu habe ich drei Aufgaben, die ich gerne euch noch mitgeben möchte. Und probiert es gerne mal eine davon aus. Ich blätter mal eine um. Und zwar schreibe eine ganze Seite auf, wofür du dankbar bist. Nicht in riesengroßen Buchstaben, sondern versuch mal wirklich in normaler Schriftgröße eine ganze Seite aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Am Anfang denkt man manchmal, das ist zu viel, mir fällt nicht so viel ein. Aber es ist wirklich so, das habe ich jedes Mal erlebt, wenn man erstmal anfängt zu schreiben, dann fällt einem immer mehr ein. Also probier das gerne mal aus. Das zweite ist, geh in die Natur und schau, in welchen Dingen du Gott siehst. Vielleicht siehst du einen großen Baum und denkst an die tiefen, tiefen Wurzeln, die sozusagen in Gottes Liebe verankert sind. Oder du siehst eine Blume und wirst erinnert an die Schönheit Gottes und wie schön er dich geschaffen hat. Also geh einfach mal durch den Park oder am Strand oder wo auch immer und schau mal, in welchen Dingen du Gott wiederfindest. Und die dritte Aufgabe ist, versuch mal morgens und abends, ganz wichtig, damit sich der Kreis schließt, dankbar zu sein, dankbare, gute Gedanken zu haben und die am besten laut auszusprechen. Das hilft immer noch mehr. Das müssen nicht viele Punkte sein, das können auch nur so ein paar sein, aber ich habe das wirklich bei mir selber gemerkt, wenn man das schon nach 4-5 Tagen am Stück macht, dass man morgens aufwacht und automatisch gute Gedanken hat. Also es dauert gar nicht lang, bis sich das sozusagen in uns verfestigt und zu einer Gewohnheit, zu einer guten Gewohnheit wird. Also das waren die drei Aufgaben und ich bin gespannt, wenn wir uns am Freitag austauschen, was du erlebt hast
Genau. Ich hoffe, du konntest einiges davon mitnehmen, dass dich was davon angesprochen hat. Sei mutig, das auszuprobieren, sei hoffnungsvoll. Und vergiss nicht, dass je mehr gute Gedanken du hast, desto mehr Raum du Gott gibst. Dann sehen wir uns am Freitag. Bis dann!